Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Bioshock. Beim letzten Mal habe ich hier extra rausgetappt, damit das quasi pausiert. Wir gucken aber natürlich weiter. Deswegen nochmal die Credits vom Anfang an. Und ja, ich möchte eigentlich nur noch ein Fazit ziehen, deswegen mache ich diesen Part hier. Und natürlich, um nochmal was nachzugucken, und zwar wie man bei diesem Spielbereich, also diesen einen, nach unten kommt. Weil ich habe das Gefühl, dass ich da nicht alles richtig erkundet habe durch meine Hektik, durch meine ich komme da eh nicht hin, Gedanken, Moral. Kann natürlich sein, dass ich mich auch nicht täusche und ich recht behalten sollte, aber selbst wenn, was bringt mir das? Also, das Spiel habe ich durchgespielt, ich glaube auch sogar zu 100%. Ich habe alle Little Sisters zum großen Teil befreit. Es waren keine mehr übrig. Also, das glaube ich zumindest, weil am Anfang haben wir, glaube ich, auch keine mehr gehabt. Das könnte natürlich sein, dass ich mich auch da täusche wieder, aber es ist meiner Meinung nach so gewesen. Und ich lispel gerade. Ich muss mal was trinken. Moment. Das Schönste daran ist ja, wir haben es durch. Und auch wenn ich jetzt nicht weiß, ob das 100% sind, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es das sind. Errungenschaften gibt es, glaube ich, keine. Nein, genau, Errungenschaften gab es keine, gibt es nicht. Wie es beim zweiten und dritten Teil von Bioshock aussieht, also Bioshock 2 und Bioshock Infinity, oder wie das heißt, oder Inferno, oder wie auch immer. Tut mir leid, ich habe da den Namen jetzt noch nicht ganz auf Reihe. Weiß ich nicht, aber auf jeden Fall... Beim zweiten Teil, glaube ich, gibt es noch keine Errungenschaften. Ich glaube, die kamen erst mit dem dritten Teil dazu. Und ob ich die mache, ist auch wieder mir überlassen, natürlich. Lange die kurzer Sinn. Ich würde sagen, Bioshock haben wir zu 100% abgeschossen, weil mehr als die Little Sisters befreien, alle Kämpfe zu beschreiten und alles in Anführungszeichen richtig zu machen, gibt es hier nicht zu tun. Kann natürlich auch sein, dass ich mich täusche, da jemand draußen ist, der vielleicht mich aufklären kann, falls ich hier falsch liege mit der Aussage. Aber ich bin mir relativ sicher, dass wir das ganz gut erledigt haben. Was ich auch noch sagen möchte, ich fand auch ganz schön das Level-Design. Manchmal relativ verwirrend. Natürlich jetzt am Ende habt ihr das auch gemerkt, dass ich relativ verwirrt war durch das ganze Thema, dass ich halt nicht gemerkt habe, dass da bei der einen Treppe eine Tür ist. Oh je, mine. Wie hätte man das übersehen können, ne? Habt ihr ja gesehen, man kann es übersehen. Und ich fand auch ganz besonders schön die ganzen Szenen immer, die man halt gesehen hat, wenn man eine Sister befreit hat, wie sie einfach auch reagiert. So, mal ist sie halt etwas ängstlich, mal ist sie halt so danke sehr mäßig. Ne? Also schon ein bisschen unterschiedliche Emotionen. Wer nicht so drauf achtet, der kriegt sowas vielleicht und wahrscheinlich nicht mit. Aber ich habe das relativ schnell mitgekriegt, wenn man ein bisschen drauf achtet. Die haben zwar alle diesen... toter Dackelblick, so ein bisschen, weil halt die Augen etwas überportioniert sind, meiner Meinung nach. Aber sonst ist eigentlich alles relativ stimmig. Also, not bad, würde ich sagen. Was jetzt ansteht als nächstes nach Bioshock, weiß ich noch nicht. Ich muss eh erstmal das ganze Material schneiden und rendern noch und dann gucke ich mal. Eventuell kommt hier nach direkt Borderlands 2. Also, ist nur eine Möglichkeit. Also, entweder kommt Borderlands 2. Rayman 2 tatsächlich, weil ich ja den dritten Teil schon Let's Played habe, einfach als remastered für meinen Kanal einfach, weil ich das damals noch von Konsole aufgenommen habe und hört mir auf, ne? Lange Rede, kurzer Sinn. Rayman 1 könnte genauso gut kommen. Mal gesehen, auf jeden Fall, wie ich das auf meinem Kanal auch noch haben. Eventuell überlege ich, ob ich wie Kronk das auf einen Retro-Kanal packe, dass ich dann einen zweiten Kanal habe, einfach nur optional für die ganzen PS1 Spiele, USW, also alles so die uralt Gesteine, ne? Also gut, Rayman 1 ist jetzt zwar für PC, aber es ist ja trotzdem für PS1 damals erschienen, soweit ich weiß. Und ich glaube, er ist später für PC rausgekommen. Der Witz, eigentlich ist der beste Witz daran, alle sagen immer, Spiele sind für Konsole. Bloß der beste Witz daran ist, die meisten Spiele werden am PC entwickelt. Heißt, rein hypothetisch sind sie für PC. Klar, sie sind auf der Hardware der Konsole programmiert, also sprich, sie sind darauf programmiert, auf der Hardware zu laufen. Doch dennoch kann man nicht widersprechen, dass sie halt für die Software eines PCs zu nutzen sind. Also sie können auch am PC genutzt werden. Ja. Gut.
Hier steht noch sehr viel, also... Oh, warte mal, mir ist gerade eingefallen, der eine Code, den ich noch gekriegt habe, den brauchte ich gar nicht eingeben. Leider. 1921, ich habe ihn immer noch im Kopf. Wer weiß, ob da nicht noch irgendwas gekommen wäre, wenn wir das noch eingegeben hätten irgendwo. Aber ich sag mal so, das werden wir jetzt nie erfahren. Naja. Wenn euch das Spiel gefällt und ihr Interesse an dem Spiel habt, möchte ich euch natürlich nur noch mal darauf hinweisen. Unten in der Beschreibung ist der Steam-Link. Notfalls geht natürlich gerne über Humble oder irgendwelchen anderen Shops der Sachen nach, ob ihr da das vielleicht günstiger kriegt. Aber ich empfehle euch natürlich an alle, die Steam schon besitzen. Und falls nicht, legt euch einen Steam-Account an. Und dann ist unten der Link zu dem Spiel. Ansonsten könnt ihr es auch ganz normal über Steam suchen. Und mir bleibt nicht mehr viel zu sagen, außer danke fürs Zuschauen, danke fürs Dranbleiben. Und ja, daher das jetzt hier nur 5 Minuten sind, würde ich ganz kurz gucken, was passiert, wenn ich bei weiter drücke. Okay, er lädt hier. Wir sind quasi bei der Stelle im Kampf gegen Ryan. Dann kann ich das einfach nochmal ganz kurz einfach drücken. Ich glaube nämlich, dass die Kleine auch mal das ist. Wo wir Adam ausgeben können. Ist das nun prima? Du bist erledigt! Relativ simpel gehalten, muss ich mal sagen, das Team. Aber was soll... Also was bringt es überhaupt ein, dass, wenn man hier Adam kriegt, wenn man es hier nirgends für die Tür einhält? Ich habe jede Menge Schläger, die mich beschützen, während ich neue Kräfte sammle. Aber selbst wenn man halt ein Stück zu langsam ist, man hat immer genügend Gefühl. Okay, jetzt, ich perform gerade ein bisschen richtig hart schlecht, ne? Eigentlich, wenn ich auf Fähigkeiten umschalte und mal die Fliegen rauslasse. Okay, und das war's wieder. Also, es geht doch relativ schnell mit dem Endkampf. Also, keine Ahnung, was sich die Entwickler da dann gedacht haben zum Bosskampf hin. Aber irgendwie, ja, keine Ahnung. Er laut gerade ein bisschen sehr laut. Ich muss das mal ganz kurz. So. Ja, aber ich kann mich auch hier nicht umgucken übrigens. Das ist halt wirklich hier. Ich glaube, es liegt daran, dass es wirklich gecuttet ist, eventuell. Na egal. Aber da, das ist das Betten. Die Regeln auf jeden Fall. Weil wie gesagt, ich finde den Bosskampf jetzt nicht so besonders. In Anführungszeichen. Könnte aber auch sein, dass ich einfach mittlerweile die Spiele was
Wettkämpfe anbetrifft, zu einfach finde. Also keine Ahnung. Andere Spiele sind extrem schwierig, was Bosskämpfe anbetrifft. Zitat, Bosskämpfe OP, von wegen unfaire Sache. Und da haben sie eigentlich nur einen Schwachpunkt an der Stelle. Aber alles in allem, ja, keine Ahnung. Man hat dir die ganze Stadt angeboten. Aber wie gesagt, hier, wenn man, ich pausiere mal eben, indem ich raustappe, wenn man sich allein schon das Mädchen gerade anguckt, das Gesicht, da ist es wieder relativ normal. Aber so als Spielcharakter sind die doch etwas überproportioniert, die Augen gewesen. Meiner Meinung nach. Gut, da auch noch vielleicht ein bisschen, aber hey. Und du hast sie abgelehnt. Und was hast du stattdessen gemacht? Das, was ich von dir erwartet habe. Du hast sie gerettet. Du hast ihnen das eine gegeben, das man ihnen weggenommen hatte. Eine Chance. Die Chance zu lernen. Die Chance, Liebe zu finden. Zu leben. Und was war am Ende deine Belohnung für alles? Du hast es nie erzählt. Aber ich glaube, ich weiß es. Eine Familie. Wie könnte es auch anders sein? Nee, aber das, ja, keine Ahnung. Also, ich bin ehrlich, ihr seht ja hier, ich habe ganz schön viele Speicherstände jetzt auch. Aber keine Ahnung, wie ich damit umgehen soll oder umzugehen habe. Aber ihr seht ja, wie ich aufgenommen habe. Also, ich habe relativ lange immer aufgenommen, mal abgesehen davon. Und auch immer zu späteren Zeiten auch. Aber das kommt durchs Vorproduzieren. Na gut, lange Rede, kurzer Sinn. Dieser Part, der letzte Part, wieder mal kürzer als gedacht. Gibt's ja eigentlich bei Optionen irgendwie was mit den Extras? Nee, ne? Nö. Steuerung anpassen, Audio-Optionen, Spieloptionen, Grafikoptionen. Boah, keine Ahnung. Ich glaube, das war's einfach. Keine Extras, keine speziellen Sachen. So schwer es mir fällt, muss ich mich auch von diesem Spiel wieder verabschieden. Leider, tatsächlich. Und ich packe es auf meine Let's Play-Liste. Zumindest diese Version des Spiels. Wir schauen und sehen uns dann in 2 Jahren wieder wahrscheinlich hier drinne. In die verbesserte Version. Vielleicht auch in 1 Jahr, man weiß es nicht. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir hören und sehen uns im nächsten Projekt wieder um diese Uhrzeit. Und von daher, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Habt eine schöne Woche. Habt schöne Tage. Ich bin raus. Euer Stars. Haut rein. Und ciao.